Und damit herzlich willkommen zu Enter the Gungeon. Ja, dieses nette kleine Spielchen habe ich jetzt seit gestern, wobei ich sagen muss, es ist fucking laut, dang it. Cool, aber doch sehr, sehr laut. Boah, schon viel besser, bestätigen. Enter the Gungeon. Ehrlich gesagt, habe ich da jetzt mittlerweile mich ein klein wenig, sagen wir mal, reingespielt, in Anführungszeichen, vom Tutorial und einmal da oben Dingsbums gemacht. Ja, das ist einfach arschgeil, arschschwer, aber arschgeil. Die Geschichte hat man ja gerade mitbekommen und das ist es eigentlich auch schon. Die Grafik ist ehrlich gesagt fucking nice. Ich meine, guck dir das Hündchen hier an. Das ist voll knuffig, ja? Vor allem, wenn es so läuft. Das ist einfach das Beste. Ja, wir haben hier unseren netten kleinen Startperson. Also übrigens der Typ ist der Voljesowski für ein Tutorial-Level. Wir haben unsere vier Typen. Einmal Jäger. Was war nochmal? Bandit oder so? Oder Strafgefangene. Dann den Piloten. Und der Marinesoldat. Ja, alle mit ihren eigenen wie soll ich sagen, Spezies, im Sinne von, der hat den Helm, das heißt, ein Treffer ist faktisch einfach so, da passiert nichts. Die Standardwaffen sind alle gleich scheiße. Mit dem Walkie-Talkie kann er einmal eine Munitionskiste fallen lassen oder anfordern und was das Buch ist, keine Ahnung gerade. Der Pilot kann ein Schloss aufmachen mit der hier Büroklammer oder was auch sein soll, was die Kiste ist, habe ich gerade keine Ahnung. Das Mannequin dahinter ist das Fältchen bei in Dungeon Shops oder wie man es auch nennen soll. Die Strafgefangene hat da irgendwie ein Foto von irgendwas, keine Ahnung, habe ich noch nicht rausgefunden. Ein Molotow-Cocktail, was das zweite da ist, ich glaube eine Schrotflinte oder so. Ich habe sie noch nicht gespielt, die Strafgefangene, aber eventuell bald. Ja, ich glaube, es ist eine Schrotflinte, ich meine, guckt euch die Munition an. Naja, aber wir haben den Jäger, mit einer Armbrust und noch irgendwas anderes. Und das Hündchen hier ist die Spezie davon. Dieses Hündchen findet manchmal einfach Objekte. An sich ziemlich geil. Und naja, wollen wir einfach mal rein. Festung des Beifürsten. Ich muss wohl vorwarnen. Erstens, ich bin nicht wirklich gut in solchen Spielen. Und zweitens, bisher bin ich erst bis Nummer 2 gekommen. Also nicht wirklich weit. Okay, wir machen das hier Ding hier. Siehst du, deswegen mache ich die Armbrust. Das ist ein almost run-hit. Abgesehen von diesen Viechern. Die sind doof. Ah, Granaten. Oh, Granaten. Okay, gut. Alles super. Ja, von diesen Granatenbällen muss man sich in Acht nehmen. Die sind sehr, sehr schlecht. Ja, der Vorteil beim Bogen ist natürlich, er ist fucking stark. Nachteil, er ist auch verflucht noch eins. Lange Nachladezeiten und so. Aber dafür, ne, ist er ziemlich geil. Und man bekommt manchmal eben solche Muni-Kisten. Finde ich sehr geil, dass das einfach nur Muni heißt. Ja, Tische kann man mit E umstößen. Mit Q setze ich eine von diesen blauen Dingern hier ein. Die zerstören einmal alle Kugeln und setzen den Level an sich wieder zurück. Und ja, wie gesagt, der Hund macht gar nichts. Der kann auch nicht angegriffen werden oder so. Der hält sich aus dem Kampf raus. Der ist bloß da, um manchmal eben irgendwas vorbeizubringen. Oh! Wo kommt der her? Ist ja fucking fies. Ah, aber neben nicht gezielt. So. Ja, mit der rechten Maustaste kann man dann eben so eine Ausweichrolle machen, womit man dann eben Kugeln ausweichen kann, weil man im Flug unverwundbar ist, aber sobald man auf dem Boden aufkommt, hat man dann faktisch verloren. Ja, an sich also ganz nett. Oh Mann. Ja, diese Bücher sind auch ziemlich scheiße. Die haben nämlich echt krasse, ne, die schleudern Buchstaben. Aber, oh Gott, selbst die sind nicht allzu stark. Oh Gott, yay. Hey, eine Munitionskiste. Ja, diese Fässer da oben, kann man sich ja denken, ne? Explodieren gerne.
Und ansonsten ist das hier einfach nur so Level für Level random generiertes Zeug, was man dann eben machen kann. Oh, eine Chest. Oh, ein Jetpack. Oh. Naja, immerhin. Ja, das Jetpack ist, oh nein, ich kann es nicht ablegen. Oh nein. Naja, das Problem ist, wenn ich fliege, kann ich nicht, die Ausweichrolle machen. Aber dafür bin ich eben etwas schneller und, naja, fliege eben. An sich ganz nett, aber wie gesagt, es hat seine Nachteile. Deswegen, mit Leertaste muss ich jetzt vorsichtig sein. Oh Gott, einer von denen. Ja, die Dinger sind, sag mal, etwas schwierigere Mini-Bösschen. Vorsichtshalber, denn wirklich schwer sind die Dinger jetzt nicht. Wie man sieht. Ja, das war es eigentlich schon. Die Dinger hier, was man hier sieht, sind immer Teleporter, mit denen man sich eben auf Tab zu einem anderen Teleporter hin teleportieren kann. Nein, man muss nicht auf diesen Teleportern stehen, man kann auch irgendwo anders sein und sich einfach dahin teleportieren. Aber sie sind ziemlich nützlich. Man kann sie nicht während des Kampfes verwenden, sondern nur dann, wenn der Kampf beendet wurde. Ansonsten läuft man hier. Oh, ich hätte schon wieder einen daneben geschossen. Das Schöne am Jetpack ist, wie schon gesagt, man ist etwas schneller. Ah, hilft noch nichts, wenn man gegen Tische rennt. Ja, Tische sind nicht unbedingt deine besten Freunde. Ich finde sie ehrlich gesagt ziemlich scheiße. Naja, wie gesagt, man kann dagegen rennen. Das ist allgemein nicht so das Beste. Das ist doof. Könnte man, wenn die normal stehen, drüber rennen, wäre das toll. Aber kann man leider nicht. Oh, das waren bloß... Oh, ein Key. Ja, die Keys sind dafür da, eben versteckte Kisten, die man hier irgendwo überall finden kann, freizuschalten, womit man dann eben bessere Waffen kriegt. Ah, scheiße. Ja, diese Vögel sind fucking mies. Ehrlich gesagt. Ist der tot? Jetzt ist er tot. Ah, noch ein Vogel. Geh kaputt. Ja, diese Eier, die haben, sind nicht unbedingt die schönsten. Ah, gut, der ist weg. Boom, Granate, Alter. Haben wir sonst noch welche hier? Ja, irgendwo ist noch welche. Da unten. Ah, ein Buch. Das ist aber nicht schön. Ja, wie gesagt, diese Bücher sind Staatsfeinde Nummer 1. Ich mag sie nicht. Ja, die Kugeln kommen dann auch einem entgegengeflogen, wenn man so am Ende ist. Ah, da ist ein Shop hier, da. Und hier im Shop kann man eben auch Zeug kaufen. Als bei... Rüstung? Rüstung? So früh? Geil. Oh, was ist das hier? Eine Bajin-Pistole als Beispiel. Oder eben C4. Weil das kann man wohl nur einmal benutzen und nicht immer. Ein halbes Herz können wir nicht nehmen. Wir haben nur 3 und können maximal 3 nehmen. Das, ja, die Dinger hier heißen nichts. Frag mich nicht, wieso die nichts heißen. Aber sie heißen eben nichts. Und das Ammo, das Schlüssel, das... Was soll man Rüstung nehmen? Ja, wir haben noch 66, von daher, da kommen wir noch gut mit auskommen. Außerdem haben wir noch die Standarddingens. Dann nehmen wir eben die Rüstung. Rüstung ist gut, Rüstung ist toll. Und wir haben noch 17, ne? Ne, kostet 35. Ne, dann eben auf in den nächsten Raum. Der dann eben da hinten ist. So. Oh Gott, nein. Das ist schlecht, das ist ganz schlecht. Ja, fuck. Ja, wie gesagt, ich habe das Problem, dass ich nicht durch die Dinger durchwandern kann. Fuck. Naja, immerhin haben wir die Rüstung verloren. Also, wenn es nichts Schlimmeres war. Phew. Ich hasse die Dinger so unglaublich. Man kann es sich gar nicht vorstellen. Hey, wir haben Rüstung zurückbekommen. Also, das ist cool. Oh, man kann Tische schieben. Das ist mir neu. Was ist denn das für ein Raum? Oh, das ist einfach nur so eine Passage und dann kommt man... Oh, schön. Na gut, dann müssen wir eben nach hier. Oh. Ja, das ist schnell. Ah. Das sind fliegende Handgranaten. Okay.
Ruhig bleiben. Habe ich überlebt. Ehrlich gesagt, habe ich nicht gerade erwartet, dass ich das überlebe. Oh, guckt euch das an. Wieder eine Kiste. Der Sniper. Der Sniper. Boah, cool. Ich habe einen Sniper. Das finde ich ja gerade geil. Die beste Waffe, die ich bisher hier in dem Spiel hatte, war das Kurbelgewehr. Der Ton vom Nachladen war einfach göttlich. Ja, okay. Da oben haben wir also nur noch einen Raum. Das heißt, wir müssen uns nach da oben teleportieren. Das heißt, hier wird es den Weg zum Boss geben, wie man sieht. Ja, Bosse sind immer Bosse. Schwer, im Normalfall. Und bisher... Och, nee. Das ist bisher noch der schwerste. Ich habe bisher drei nur gesehen und... ja, der ist einer von denen, die ich wirklich bescheiden finde. Deswegen. Ah, fuck me. Es gibt vieles, was einfach nicht wirklich schwer auszuweichen ist. Aber dann gibt es auch noch die anderen Sachen, die dann eben arschschwer sind. Ach, verflucht, da hat er mich bekommen, ey. Geh doch kaputt, du Mistvieh. Ja, nee, ist klar. Klar, da kannst du auch sowas von gut ausweichen. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ah, Mann. Oh, nee, jetzt habe ich zweimal getroffen. Ja, prima. Geil, zwei Herzen schon weg. Man muss in diesem Spiel nicht drauf hoffen, dass man irgendwie Herzen kriegt oder so. Also von daher... Ne, ich bin nie wirklich weiter als zwei gekommen. Aber das geht gut mit dem Scharfschützengewehr. Leck mich am Arsch. Hey, ich habe mein Herz bekommen. Und Rüstung. Das ist auch neu. Und wir haben der Richter. Oh, geil, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Da unten ist was Dickes. Das ist auch neu. Okay, das hier war's dann also mit dem Boss. Es geht weiter. In den nächsten, ja, Kampf, Episode, keine Ahnung, irgendwie sowas. Pui, also an sich ein ziemlich nices Game. Hat nur 14 Euro jetzt gekostet oder so. Irgendwie sowas. Und ehrlich gesagt, die sind's wert. Also, die sind's wirklich wert. Das ist jetzt nicht so, dass ich sagen muss, nee, das ist verschwendet. Das ist... Ey, da macht echt Spaß. Auch wenn es manchmal frustrierend ist, aber es macht Spaß. Also, wie gesagt, Steam, bla bla, könnt ihr euch holen oder so. Und, naja, ihr könnt das mit Controller oder eben Tastatur und Maus spielen. Ich spiele es natürlich mit Tastatur und Maus, weil ich Controller nicht unbedingt optimal für sowas finde. Andere mögen es lieber mit Controller spielen, ich wiederum nicht. Wie dem aber auch sei, ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, euch hat The Gungeon gefallen. Into The Gungeon. Wenn ja, lasst mir noch ein Like und ein Abo da. Kommt sind immer gerne gesehen und falls ihr mehr von diesem Spiel sehen möchtet, lasst es mich doch einfach am besten wissen. In diesem Sinne, euch noch viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Mal bei Vexbis Industries. Bye, bye.